So, da sind wir dabei. Infamous First Light. Weiter geht's. Jenny hat uns am Ende der letzten Folge kontaktiert. Die hat ja auch eine Verbindung zu Shane in irgendeiner Weise, von der wir noch nicht wirklich genau wissen, was da eigentlich abgeht. Sie hat gesagt, wir sollen hier zum Science Center kommen und dann wird sie uns kontaktieren. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, was sie uns jetzt hier für Infos gibt. Überwachungsausfall. Halten Sie zusammen mit Jenny Shanes Kontrolle über die Stadt im Zaum. Das finde ich schon mal super. Jenny, bist du hier? Was gibt's? Ich spiele dir ein Programm auf dein Handy. Siehst du die Wireless-Video-App? Probier sie aus. Wireless-Video-App. Sehen Sie durch die Drohnenkamera, um sie zu finden und sie zu zerstören. Was ist das? Oh. Da liegt einer Polizeidrohne in der Nähe. Shane hat bald totalen Zugriff auf diese Dinger. Er besticht ständig neue Cops. Und? Und wenn du deinen Bruder suchen willst, ohne dass Shane dich verfolgt, solltest du lieber diese Drohnen finden und zerstören. Warum hilfst du mir? Weil wir beide zusehen mussten. Der Menschenhändler das Mädchen geschnappt hat. Ich stecke in Shanes Welt fest, aber du musst das nicht. Okay, und wir müssen jetzt schauen, wo die Drohne gerade rumfliegt. Fliegt die da gerade durch? Ist sie unter uns? Ah ja, da ist sie doch. Die macht das Geräusch. Wacker. Raus aus meinem Luftraum. Teuer. Quasi. Im Ernst, die kosten 90.000 pro Stück. 90? Oh, okay. Alles klar. Mehr Drohnen zerstören. Finde ich schon mal gut. Spüren Sie die zweite Polizeidrohne auf. Shane, der Fuckermann, der das ganz große Ding aufziehen will. Ja, davon halten wir ihm ab. Also ich habe ja schon Bock, am Bein seines Drohns zu sägen. Siehst du? Die kommen überall hin. Wenn Shane einen in die Finger bekommt, folgt er dir Tag und Nacht. Du kämpfst nie an deinen Bruder ran. Bin dabei. Hauen wir sie weg. Okay, irgendwo zwischen den Häusern. Wenn ich es richtig gesehen habe, hier sogar gerade irgendwo. Ich höre sie doch. Ach, da ist sie doch. Zum Glück machen die ein Geräusch. Daran kann man sie auch relativ easy aufspüren. Wow, okay. Okay, die Polizei hat gerade noch alles in Zug genommen. Sie bewegt sich schneller als die anderen. Also auch nicht so leicht erwischt sein. Schnell habe ich drauf. Darin bin ich ein Ass. Wenn es nicht für einen Skiurlaub reicht, dann muss man das halt auch einfach mal ein bisschen zwischenschieben. Mein Gott. Das war ein schöner Ausflug. Jetzt weiter zu den wichtigen Dingen des Lebens. Hier scheint sich noch irgendwo eine aufzuhalten, die sich ein bisschen schneller fortbewegt. Oh ja, okay. Moment mal ganz kurz. Oh, fuck. Das ist ein fucking Helikopter. Das ist jetzt Bullshit. Ein Hubschrauber? Echt jetzt? Oh. Du erkennst einen Hubschrauber nicht? Fucking Apache Kampfhubschrauber. Das ist eine Kampfmaschine. Oh Gott, weil der hat Raketen und Miniguns. Sniper an Bord, so wie es aussieht. Lass mal das Ding kaputt machen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Machst du gar nicht erst bequem. Bring dir deine Beinschienen auch nicht. Krücken hättest du dir bestellen sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Ein paar von deinen Kumpel. Und tschüss. Hedge, alles okay? Tut mir leid, ich kann Drohnen und Hubschrauber hier nicht unterscheiden. Ach, schon gut. Ich bin ja nicht in Flammen aufgegangen. Glücklicherweise nicht. Das war ein trauriger Tag für Seattle und dementsprechend für die ganze Welt. Vielleicht reicht mir schon. Shane verliert seine Gefangenen ständig. Aber ich glaube, ich habe sein System geknackt. Die Hubschrauber-Sache ist dir offiziell verziehen. Sag mir, wohin und ich bin schon da. Sehr gut, Mission abgeschlossen. Überwachungsausfall. Ist ja fast in die Hose gegangen. Ich hab nicht so gern, wenn einfach irgendjemand in meine Hose geht, ohne mich zu fragen. Oh Gott. Kampfhubschrauber, warum auch nicht? Sieht mir aus. Was haben wir denn hier? Kamera, es ist auch so ein Drohnending. Das ist wahrscheinlich so eine Drohnenmission, die wir hier machen könnten. Oh Gott. Sollen wir mal Drohnen ausschalten? Oh ja, Polizeidrohne. Gucken wir doch einfach mal, ob die. Okay, die fliegt hier durch. Dann überraschen wir sie doch einfach mal. Müssen wir ganz genau hinhören. Da ist er doch. Damit hast du nicht gerechnet. Ciao, ciao. Noch zwei Erfahrungspunkte. Ich habe 35. Moment mal ganz kurz. Shoppen.
Wir brauchen neue Schuhe und so. Nein, nicht wirklich. Nahkampf. Sollen wir Nahkampf aufrüsten? Ich weiß nicht, ich mache so wenig Nahkampf. Stase-Explosion. Halten Sie L1 gedrückt, um Ihre Energie zu verdichten und eine Stase-Explosion von dreifacher Reichweite abzufeuern. Wow, okay. Das klingt cool. Lass es mal machen, auf jeden Fall. Dauerverlängern von Staseblasen. Erweiterter Wolkenschub. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, wenn wir den Sprint länger halten können. Und zweimal in der Luft sprinten, bevor wir den Boden berühren müssen. Sehr gut. Damit haben wir auf jeden Fall nochmal ein paar bessere Mittel, durch die Stadt zu kommen. Wir waren jetzt schon relativ flexibel. Finde ich extrem cool. Also, es ist auf jeden Fall nicht weniger schnell als das Hauptgame. Also, im Gegenteil, haben sie wirklich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reingepackt von den Moves, die Fetcher hat, finde ich sogar. Also, es spielt sich gut. Spielt sich extrem gut. Aber das war ja noch nie so das große Problem von Infamous Games. Da haben sie das Spielgefühl immer schon ganz gut hinbekommen, auch beim allerersten. Wobei es natürlich ein extremer Sprung vom allerersten zu dem jetzt ist. Also, man sieht schon eine Entwicklung. Eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ich glaube, wir schnappen uns mal hier das Riesendoben. Was hattet ihr davon? Sollten wir uns nicht durch die Lappen gehen lassen. Wir gleich mal unsere neuen Sprintfähigkeiten testen. 50% länger sprinten, während wir hier durch den Nebel laufen. Sollten wir jetzt eigentlich kein großes Problem mehr haben, auch wenn wir mal an einem Nebel vorbei springen irgendwie. Warum auch immer ich sowas tun sollte. Wenn ich es tue, dann war es nicht absichtlich. Komm schon. Ah, oh, jawoll. Voll noch rangekriegt. Ist ein bisschen höher, als ich erwartet habe. Ich würde dich ja mit dem Kissen erwürgen, aber ich habe leider keins dabei. Erzähl's den anderen da oben nicht. Ich bin nur dafür da. Dann werde ich mich relativ schnell wieder verziehen. Und zwar in Richtung Story-Mission. Loom-mäßig sieht's hier in dem Bereich auch schon. Ah, hier sieht's noch nicht ganz sauber aus, da unten. Lass mal das noch mitnehmen. Ist halt so ein Ort, da geht man nicht wirklich einfach mal so hin. Das war auch ganz der Anfang, wo das Boot explodiert ist, oder? Ja, genau. Das war genau der Anfang, wo sie vom Boot gekommen sind. Oder aufs Boot wollten, wie auch immer. Wo wir von den Bullen aufgehalten wurden. Aber damals gab es natürlich hier die Lumen noch nicht verteilt. Deswegen konnte ich die nicht mitnehmen. Das mussten wir ja auch erst machen. Dass wir das gute Zeug hier in der Stadt aufsammeln können. Guck mal, das ist oben, das ist unten. Links, rechts, wo wollte mich haben. Da ist es doch. Preis der Erlösung. Suchen Sie den Ort in der Stadt, wo Shane ihren Bruder festhält. Shane gibt sich als die neuen Akulas aus, indem er Unruhestifter einfach in Frachtcontainer steckt. Heißt das auch meinem Bruder? Ja, aber ich weiß nicht in welchen. Es gibt 4 und alle werden bewacht. Sobald du sie aufbrichst, bleiben dir nur Minuten, bevor Shane Wind davon bekommt. Dann muss ich eben schnell machen. Danke. Okay, wunderbar. Das Frachtcontainer ist direkt hier daneben sogar. Das war's hier sicher. Schalte sie schnell aus, bevor sie was melden können. Fucker! Du kriegst keine Zeit zum Handy zu greifen. Guck mal rein. Nicht wirklich. Ich versuch's, wenn du mir sagst, wo der ist. Hau rein, Jenny. Dann ist er so schnell wie möglich. Alle paar Minuten müssen deine Männer sich bei ihm melden. Beeil dich. Wenn ich erwischt werde, fragt er sich, woher ich von den Containern wusste. Er könnte dich verdächtigen. Dann bin ich weg. Ich helfe dir bei der Sache und hau mit reinem Gewissen ab. Mit reinem Gewissen? Was hast du getan? Ich bringe dir mal einen Drink an einem Strand weit weg von hier. Abgemacht. Klingt wie ein guter Plan auf jeden Fall. Holy shit, wir haben echt nur noch 20 Sekunden. Ach du heilige Scheiße. Das wird echt extrem knapp sogar noch. Was sollen all die Streifenwagen? Ist ja ein Massenauflauf hier. 10 Sekunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch da. Verdammt, wo ist es denn? Sei bitte im nächsten Container. Okay. Ich habe gerade erst gemerkt, dass wir hier die Zeit aufladen können. Verdammte Scheiße. Das habe ich gerade total überlesen.
Okay, jetzt den hier aufmachen, komm schon. Nein. Die Typen klatschen. Oh shit, der Tritt, Mann. Der heftige Tritt. Hier ist niemand drin. Natürlich auch leer. Wohin? Dahin. Okay, ab dafür. Diesmal muss ich gucken, dass ich auf jeden Fall die Neonwolken benutze. Habe ich total überlesen beim allerersten Mal, dass wir dadurch die Zeit verlängern können in irgendeiner Weise. Ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Hallo, ich beschwere mich nicht. Was treibt mein liebes Mädchen denn so? Oh Gott. Ich hab keine Zeit. Du bist ja ganz außer Atem. Was ist los? Hast du dir mich wieder nackt auf meinem Pferd vorgestellt? Oh, Alter. Kannst du dir nicht verdenken. Oder hast du eine deiner kleinen Panikattacken? Ist es das? Hm? Rollst du dich wieder zusammen und machst mich? Die Köpfe sind an mir dran, ich muss los. Kannst du einfach mal die Klappe halten vielleicht? Nackt auf dem Pferd? Was zur Hölle? Wer will das denn? Die Pose möchte ich mir mit gar niemandem vorstellen. Das wäre irgendwie mehr eine Lachnummer als in irgendeiner Weise anregend. Weiß ja nicht, vielleicht stehen manche Leute auf Pferde, ist nicht so meins. Okidoki. Wo haben wir sie denn? Hier, Nummer 1. Oh, Auto weggeklatscht, nicht schlecht. Oh, was? Jetzt müssen es ein paar mehr Männer, die hier rumstehen. Was ist er denn? Ah, hier. Das, du kommst davon, oder was? Falsch. Falsch, Alter. Hier ist niemand drin. Ich weiß es nicht. Es ist nur noch einer übrig. Er muss da drin sein. Ich habe Shells Computer gehackt, um rauszukommen. Versuchen wir es am letzten. Ich riskiere hier den Kopf für dich. Glaubt ihr das? Boah, komm schon, echt jetzt? Dafür habe ich keine Zeit. Gaswolke, ihr Sacker. Wie soll man eine Gasgranate rausdroppen? Sind ihr eigentlich bescheuert? Was ist denn das Problem? Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Folge Bullenklatschen einschieben, dass es so weitergeht. Dann machen wir das Ding auf. Nope. Ich weiß, by the way, schon, dass er leer ist. Habe ich jetzt irgendwas gespoilert? Ist das danach mal... Was? Diese Pylone kann nichts dafür. Die ist zwar hässlich, aber komm schon. Du kannst dich alles schlagen, was hässlich ist. Werden ein Haufen Klagen sein, die da an deinem Hals sind. Jenny, er ist leer. Das war eine Falle. Wahrscheinlich. Oh, Jenny kann leider im Moment nicht mit dir super sprechen. Sehe, du tust dir was. Dachtest du, ich merke nicht, wenn plötzlich überall so kein Boden ausfallen. Die Einzige, die davon wusste, war Jenny. Ich musste herausfinden, ob sie noch in meinem Team spielt. Das war ich allein und das hier auch. Oh, bitte. Sie ist das Hirn. Du bist nur eine Laserkanone mit pinken Haaren. Lass mich mit ihr sprechen. Oh, zu spät. Sie ist schon raus. Aber wenn du dich beeilst, könntest du sie noch erwischen. Okay. Mach ich sofort, wenn ich da rankommen sollte. Jawohl, hat noch funktioniert. Bullshit, na gut, dann lass uns mal keine Zeit verlieren. Direkt mal gucken, ob wir sie wirklich noch erwischen oder ob er da Bullshit erzählt hat gerade eben. Bin mir nicht so wirklich sicher. Ich glaub dem kein Wort mehr. Sind irgendwie mehr Neonwolken geworden? Sind gerade irgendwie an jeder Ecke. Ich meine, finde ich ja gut, aber... Warum ist mir das nicht aufgefallen vorher? Wo ist er denn? Da unten? Ja, da unten. Oh, shit. Ich... Weißt du, Fetch, ich habe nur getan, wozu Jenny mich gezwungen hat. Sie kannte den Preis für Verrat. Die Frage ist, kennst du ihn? Mein Bruder. Du tötest meinen Bruder. Sehr gut. Also, lass Jennys Tod nicht umsonst sein. Tu, was ich sage, wenn ich es sage. Dann überlebt dein Bruder. Verdammt. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es so endet mit dir. Zumindest nicht so schnell. Preis der Erlösung. Weißt du was? Triff mich auf dem Pioneer Building. Wir müssen Kopf erledigen. Pioneer Building müssen wir treffen. Ich weiß ja nicht, ob ich dich treffen will, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber na schön. Gucken wir mal ganz kurz. Pioneer Building, wie weit ist es denn weg?
Halt mal. Na, relativ weit. Ich schaue mir erstmal das Lumenrennen hier an. Bevor wir dann direkt weiter zur nächsten Story-Mission gehen und uns mit Shane treffen. Ja, muss mich ein bisschen anderweitig beschäftigen. Jenny tut mir jetzt echt ein bisschen leid. Die hat echt ihren Kopf riskiert für uns und hat ihn auch verloren. Wäre ein awesome Team gewesen, Mann. Jenny, Delson, Eugene, Fetch. Immer mehr. Aber ich glaube, Jenny hatte keine Kräfte. Die Kräfte des Hackens. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Trotzdem, wäre sie hilfreich gewesen auf jeden Fall. Mit dem, was sie drauf hatte. Also. Sie hat uns ja dann doch ein Stückchen weiter vorangebracht noch. Ah, fuck. Zur Hölle. Ich überlege mir gerade, sollen wir direkt zur nächsten Story-Mission weitergehen oder? Du, warte mal, was? Du warst noch nicht bereit für diesen Tag, wie es aussieht. Wirklich ins Bett, Alter. Erstmal von der Palme fliegen gehen morgen. Ich weiß ja nicht, ob ich das eine lange Zeit mitmachen würde. So. Und dann ist das da. Polizei, Drohnen, Missionen scheint es aber trotzdem weiterhin zu geben. Na gut. Fangen wir hier direkt mal an mit der. Ist doch ein Park da vorne, ich sehe sie doch schon. Und tschüss. Haben wir es wieder reingeholt. Okay, wie sieht es hier sonst aus? Relativ sauber in dem Bereich. Hier haben wir noch zwei Neonlumen. Dann haben wir hier noch einige Rennen, ein paar Polizei, Drohnenmissionen. Nein, halt mal. Hier bin ich. Machen wir die Polizeidrohnen noch fertig. Vielleicht können wir uns auch wieder locker ein paar Erfahrungspunkte holen, einfach noch ein bisschen verbessern, bevor wir weitergehen. Kann man nämlich gut vorstellen, dass dieses Treffen mit Shane auf dem Pioneer Building nicht so freundlich abläuft, wie er es da angekündigt hat oder wie er es klingen lassen wollte. Ja, wir treffen uns da, dann reden wir mal. Was bedeutet das bei dir? Was zur Hölle bedeutet das bei dir? Reitet er nackt auf dem Pferd rein, wie er es angekündigt hat, oder? Muss auf alles gefasst sein. Und tschüss. 19 Erfahrungspunkte. Okay, damit können wir uns auf jeden Fall schon mal ein paar weitere... Was war das denn gerade? Ein paar weitere Upgrades holen. Hab ich irgendwas kaputt gemacht? Ohne es zu merken wieder mal. Schwachpunkt treffen und 50% wird zurückbekommen. Das klingt nicht übel. Würde ich sagen, nehmen wir das mal und... Das hier, warum auch nicht? Auf den Zusprinten und... Ah, hier mit Dreieck sehen wir auch hier über unsere Neonanzeige einen schweren Angriff machen. Cool, müssen wir einfach mal testen, wenn wir DUP um uns rum ist. Und die uns wieder mal auf die Nerven gehen müssen. Ich würde sagen, schließen wir den Bereich da unten einfach mal komplett ab. Lumenfrei ist er schon. Rennen gibt es auch keine mehr. Jetzt war auch die Drohne kaputt und... Dann will ich nichts mehr davon wissen. Wobei, da müssen wir wahrscheinlich storymäßig trotzdem vielleicht irgendwann nochmal hin, aber... Alles andere ist auf jeden Fall schon mal sauber. Lass mich raten, die fliegt irgendwo unter der Brücke rum. Oh, über der Brücke. Da ist er doch. Okay. Also die Polizeidrohnenmissionen sind nicht so wirklich schwierig, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wirklich einfach nur gucken, schießen, bang. Zwei Erfahrungspunkte. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Finde ich ja gut, dass ich hier keine halbe Stunde irgendwo verdammten Drohne hinterher rennen muss. Warte mal ganz kurz. Wow. Fucker. Wollte gerade kurz meine Dreieckaktion testen. Nope. Passiert nicht. Hat er nicht zugelassen.
muss ich respektieren. Dann muss ich ihn halt anderweitig klatschen. Ich meine, er muss auch meine Entscheidung respektieren, ihm auf die Schnauze geben zu wollen. Das ist ein Kompromiss, den wir irgendwie beide eingehen müssen. Weiß es die OP eigentlich, wie ich aussehe, oder erkennen die mich nur, wenn ich Kräfte benutze? Oder? Ja, gell? Was machst du mit deinem Handy eigentlich? Egal was du machst, du bist ein Vollidiot. Halt's dir ans Ohr. Außer du guckst deine Karte vielleicht an. Guckst du deine Karte an? Bullshit, du bist im Menü. Du hörst wahrscheinlich Musik. Du möchtest Aufmerksamkeit. Guck mal, was für coole Songs ich kenne. Warum machen Leute das? Warum lassen die es im Bus laufen? Über die Boxen? Komm schon. Ich muss auch immer an Boxen denken. Wenn ich sowas mitbekomme. Na gut, okay, Leute. Wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. 95% haben wir in dem Bereich schon. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal die nächste Story-Mission an, die da oben ist. Bis dahin, haut rein.